Damals, im Winter 1971, als diese Aufnahmen entstanden, war Kinski auf dem Tiefpunkt seiner Karriere. Als ich kein Geld hatte, oder immer, wenn ich kein Geld hatte, habe ich irgendwelche Filme, das war mir ganz wurscht. Und plötzlich schreiben die Zeitungen für der beste Mörder, dann schreiben sie plötzlich, ich bin der beste das, der beste das, der beste das, der beste das. Also ist es ja nicht einmal Größenwahnsinn, wenn ich sage, na gut, ihr Idioten, das kann ich alles auch, nicht? Ohne mich dabei anzustrengen. Ich möchte dabei immer wieder betonen, ich sehe nicht die geringste Veranlassung und lehne es geradezu ab, irgendjemand auf der Welt Rechenschaft abzulegen über das, was ich kriege oder was ich nicht kriege. Gerettet hat ihn Werner Herzog. Der bietet Kinski 1971 Agile, der Zorn Gottes an. Kinski sagt zu, aber er hält Herzog für verrückt. Ich hätte es auch für die Hälfte der Gage gemacht, sagt er.